Er kommt aus dem tiefsten Franken, da wo meine Frau herkommt. Ja, die kommt aus Lichtenfels. Aber du kommst aus einem ganz anderen Gebiet, gell? Ja, original in der Nähe von Chemnitz. Mhm. Und dann 90 haben wir einen Umzug gewagt, haben einen Neuanfang gemacht. Cool. Und dann irgendwann sind wir auf das Teil gekommen. Das Teil, du hast ihn wie lange schon? Wir haben 98 gekauft, 5 Jahre ausgebaut. Das heißt, 6000 Stunden später war er dann das erste Mal auf der Straße. Wann war das? 2002. Du fährst ihn seit 2002? Seit 2002, fast ohne Störung. Muss man sagen, Plattfuß ist... Keine Störung. Keine Störung, aber ansonsten hat er bis jetzt gut durchgehalten. Mhm. Und bin zufrieden mit dem Teil. Das ist wie so eine kleine Krankheit. Das ist so. Hat einen gegriffen und dann kommt man schlecht davon wieder weg. Oder gar nicht, sagen wir es mal so. So Farbe, der war so in der Farbe? Nein, dann bin ich meiner Dame hinterhergefahren. Die hat einen BMW in der Farbe und dann habe ich die Farbnummer erfragt. Und das Design stammt von meiner Frau. Das Design von deiner Frau? Ja, die hat dann so sich ausgesucht, so möchte ich es haben. Und dann haben wir ihn halt so lackiert. Sehr, sehr kompaktes Maß, oder? Ja, optimal. 2,30? 2,30 in der Breite, knapp 8 Meter lang, geht so mit dem Mopedträger klein wenig länger und müssen sagen, wir kommen gut damit zurecht. So, der hat Doppelverglasung, oder? Der hat Doppelverglasung, diese Scheibe ist kaputt. Richtig das Objekt für den kommenden Winter. Ja. Und das ist auch selten, dass eine Doppelverglasung, hatten die alle Doppelverglasung? Nein, das ist relativ selten, ja, dass es Doppelverglasung gegeben hat. Und da hast du Salzfenster eingebaut? Richtig, das ist direkt über der Küchenstelle. Dann danach kommt Bad und Dusche und hinten, wie bei fast jedem, ist der Schlafplatz. So, unten hast du richtig Stauraum? Unten hat man gut Stauraum. Da hast du einen Schlüssel oder darf man reingucken? Ja. Geh mal holen bitte, sei mal so lieb. Ich film dabei mal deine Radkappe, dass wir die mal zeigen. Kessbohrer. Ach, wie schön. Ich brauche dringend, wenn einer noch für einen VW-Bus T3 noch Radkappen hat, soll er mich mal anschreiben. info@medi-a.de. Ich brauche nämlich noch Radkappen für meinen VW-Bus. Und die sind natürlich richtig schön. Die waren dabei damals? Die waren damals dabei, ja. Ist sowas schwer zu kriegen, wenn man sowas verliert? Ja, absolut schwer. Ist nicht so aus China, macht die einer nach? Nee. No, habe ich nicht irgendwie bis jetzt noch kein Interesse gehabt, auch noch nicht gesucht. Was ist denn da für einen tollen Lack drauf hier drin? Das Hauptoberlack. Das ist Isolierstoff einfach aufgeklebt. Ja. Mit dem Kleber, das ist kein Lack. Wegen Wärmedämmen, dass man innen, wenn doch hier Heizleistung im Betrieb ist, dass es nicht kondensiert. Toll. Das ist ein Luftboot, dann unten ist so ein Surfbrett für die Frau. Also ein Stand-Up-Paddle, oder? Genau, Stand-Up-Paddle. Und ja, ein bisschen was untergebracht, so ersatzteilmäßig. So, ihr wart damit natürlich schon direkt am Plattensee, oder? Auch, ja. Auch richtig. So, das ist die Wasserversorgung, oder? Ja, nee, oder Druckluft? Doch, das ist die Wasserversorgung. Einmal für die Küche und dann hoch Badbereich. So eine Truma ist drin? Truma ist drin. Luftheizung? 6000. Truma 6000? Ja. Die kenne ich aus dem Wohnwagen. Genau. Sowas. Warmluftheizung ist so ein bisschen im Gedanke, mal umzubauen auf alte Warmwasser. Ja. Guck mal hier, eine Tedford-Kassette. Die ist auch schon ein bisschen älter, oder? Ja, die ist seit 21 Jahren im Betrieb. Bis jetzt ohne Störung, hat funktioniert. Das ist die Warmwasseraufbereitung. Boiler da. Boiler, das habe ich mir mal kaputt gemacht. Der Typ? Das, Boiler-Typ? Das ist auch Truma. Ja. Aber die 14 Liter Variante und ich habe mir mal das Teil weggefahren, das Kunststoffding, deshalb habe ich es dann aus Alu nachgebaut. Ist nachgebaut? Ja. Du bist so Metaller, oder? Ja, so in etwa, wollen wir mal sagen. Okay. Ja, hast du das gelasert oder hast du ausgeschnitten? Na, ich habe das alte im Prinzip auf Papier gezogen. Ja. Als Klappmodell. Ja. Und dann aufgezeichnet und dann ausgeschnitten. Ausgeschnitten und dann anschließend gekantet. Ja. Wie lange hast du gebraucht? Es war fast ein Wochenende.
Sieht aber geil aus. Liebe Truma-Leute, macht's doch immer aus Metall. Ja, da braucht man sich hier Arbeit nicht machen. Und das ist ein Schmuckstück, hast du komplett neu restauriert? Ja, mich haben sie mal runtergefahren und dann stand die Option Neuaufbau oder Wegschmeißen. Wegschmeißen war mir echt zu schade und dann habe ich einen Neuaufbau gemacht. So, der Tank, den hast du neu lackiert, oder? Ja, den haben wir neu lackiert. Also und der Aufkleber? Im Prinzip alles neu gemacht daran, was einigermaßen defekt war. So, und diese Halterung hier, guck dir die mal an. Da hast du was dabei gedacht. Die geht nur für die Simsen. Die geht nur für die Simsen, zur Zeit nach. Das Teil ist geteilt. Ich habe ein hinteres Unterteil. Dann kann ich die Bühne, wo die Simsen draufsteht, seitwärts rausrücken, abnehmen. Und kannst du ausklappen, oder? Ich kann es einmal so runterklappen, wenn ich an den Motor muss, während der Fahrt. Und ich kann aber das hintere Brett im Prinzip abnehmen, Steckdose abziehen und mache daran wieder einen Fahrradträger vor. Ah, okay. Das heißt, du hast eine Wechselbühne quasi. Das ist von der Sache her eine Wechselbühne. Es hat eine Weile gedauert, aber dann sind wir irgendwann so dazugekommen, hin und her gefragt und gemacht. Diese Halterung, ich habe noch nie sowas gesehen. Auf die Idee muss er erstmal kommen, die Sitzbank einzukesseln. Ja, man kann es dadurch nicht so ohne weiteres, zumindest nicht ohne viel Krach, da mitzunehmen, ja. Oh, und das Schloss ist auch von alten Zeiten? Oder? Ja, das ist von ganz alten Zeiten. Das war irgendwo noch übrig geblieben. Und Schlüssel war dazu, habe ich gedacht, rangehängt, fertig. So, die geht natürlich ordentlich. Was läuft die? Die geht, also mit mir macht sie 60. Und das darf die auch, glaube ich, das damals? Das darf die, genau. Ja, ja. Bis Baujahr 92. 60 laufen und das war ja damals auch so im Osten. Ja, genau. Die liefen ja auch 60. So, mit dir, mit deiner Frau zusammen? 50. Naja, gut, da auf gerader Strecke gute Bedingungen schafft sie das schon auch noch. Aber mit mir tut sie sich leichter. So, IFA steht für? Ja, das war die damalige Marke der DDR. Und ja, ich glaube, die hat jeder gefahren, der DDR, oder? Jeder hatte einen Simson? Oder war das schon für die Wohlverdiener? Weil das war das Problem. Man musste zu lange auf dem Auto warten. Irgendwie musste man auf Arbeit kommen. Preisgünstig, schnell. Und da haben sich diese Sulo-Modelle eigentlich angeboten. Sehr einfach in der Technik, robust, kann im Prinzip fast jeder reparieren. Und dadurch ist das ein Ding, was erhaltenswert ist. Mhm. A von der Zeit her und B von der Technik her. 50 Kubik, oder was? 50 Kubik, genau. Da gab es damals in der DDR auch entsprechende Umbersätze auf 70 oder so? Na, es gab direkt welche, die waren mit 70 Kubik, die man dann aber mit einem anderen Schein fahren musste. Altersbegrenzt, die hier durfte ich mit 14 Jahren schon fahren und dann kam der Sprung bei 16 Jahren nochmal begrenzt. Ich glaube bis 200 Kubik, bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, und jenseits der 18 war es dann offen, wenn man Motorradschein hatte, jenseits der 200 Kubik. Aber auf die 200 will ich mich jetzt nicht festlegen. Die Teile waren 50, 70 bzw. 80 und dann ging es auf 250 bzw. 175 Kubik hat es da nochmal dazwischen drin als Motorrad gegeben. Das Detail, die lief damals in so einem Mantel drin, die Kette, oder? Auch jetzt noch. Auch jetzt noch? Ja. In so einem Gummimantel? In einem Gummimantel, komplett gehäust, also Witterungsverhältnisse. Das ist auch wichtig, dass der Dreck und so alles weg kann. Kein Dreck, kein Staub. Haltbarkeit dadurch extrem lang von so einer Kette. So, dein Hund heißt Petra. Ja, wir wollen das mal so sagen. Das ist meine große Liebe, erste Liebe. Okay. Und dadurch hat sich das so ergeben. Ja. Petra, und das Petra. P und das P, wie hast du das gemacht? Das ist aus einem abgesägten R. Nee. Ja. Das ist eher abgesägt. Eher abgesägt. Hat das jemand schon gemerkt, dass da nicht Setra steht? Weil da muss man genau hingucken. Ja, relativ schnell schon. Das haben sie ganz blitzplatz. Das ist genial, die Idee, Petra. So, und deine neue Liebe, die heißt aber nicht Petra. Die heißt immer noch Petra. Heißt immer noch Petra. Ja. Ach, das ist dieselbe? Ja. Hast du gesehen, das Fahrzeug heißt Petra? Ja. Und ich hab's zunächst nicht gesehen. Was gibt's da zu essen? Steak. Und Krautsalat. Ein Schweinesteak, ja? Genau. Krautsalat, ich zeig mal, das da unten ist Senf. Süßer Senf, oder? Bautzner Senf.
Ja, da kommt kein anderer auf den Tisch. Kein anderer am Tisch. So, ich habe dich jetzt gerade abgehalten vom Essen, oder? Nö. Das wartet. So, und ihr fahrt seit 20 Jahren, fahrt ihr mit dem Bus rum? Seit 20 Jahren, ja. Und ihr wart wo überall schon? Wo wart Norwegen, Kroatien, Italien, in der Schweiz, Plattensee, genau, Deutschland. Also Deutschland kennen wir schon gut. Man sollte aber schon entsprechend kommunikativ sein als Camper, oder? Da kommen ja Leute auf dich zu mit so einem Bus, oder? Die wollen ja alles wissen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Du bist so jemand, der gerne mit Leuten spricht, oder? Ja, jein. Also ja, doch, ich spreche schon mit Leuten. Also nein, ich guck mal gerade. Es gibt ja die und die, aber... Ja, genau. Also ich spreche schon. Aber ja, doch. Wir freuen uns schon, wenn Leute auf uns zukommen. Und es gibt so gewisse Standortfragen, die kommen als erstes, zweites oder drittes. Da haben wir uns im Laufe der Jahre dran gewöhnt, dass das so ist. Baujahr, Länge, richtig, Motor. Länge, Motor, wie viel brauche ich? Die häufigste Frage, war das mal ein Bus? Hm? Ja. Man könnte ja so praktisch so ein Schild dran machen vorne mit den 10 wichtigsten Fragen, FAQs. Ja. Die könnte man reinmachen. Aber was ich cool finde, ist euer Fliegenschutz. Der ist so genial. Der ist original. Der oder? Ist Original Osten. Ja. Original Osten. Den haben wir aber erst ein Jahr, ne? Ein Jahr. Ja, ja. Lange gesucht. Habt ihr lange gesucht im eBay Kleinanzeigen oder was? Ja, die Tochter hat es dann versorgt und dann haben wir gesagt, also wenn sie es versorgt hat, machen wir jetzt voll im Trend. Das heißt also jetzt Regenbogen und so. Schon. Ja, genau. Und dann hier vorne das Gardinchen, das ist ja süß, auch in Gelb. Okay. Dann hast du Alcantara reingemacht oder was? Das hier ist halt bei Nacht, wird dieser Ausschnitt gefüllt. Wir schlafen hinten. Okay, dass keiner rausfällt. Dass man nicht ins Leere tritt, wenn man mal so halb schlafen nach vorn geht. Warte, ich zeig das mal gerade, dass man mal sieht. Das ist so, der Tritt wird aufgefüllt. Genau, der Tritt wird das Teil aufgefüllt. Das Teil. Und das klappe ich dann runter und das passt dann genau rein. Gleichzeitig ist es eine Sicherung, wenn die Kanten anschließen, da bringt keiner von außen die Tür mehr auf. Stimmt, das heißt, du kannst sie nicht mehr... Genau, du kommst hier nicht rein. Das hat hier keinen gewaltfreien Zutritt. Nee, ich meinte hier das Material, das sieht so aus wie Alcantara. Das ist irgend so ein Fließstoff gewesen. Zum Mikrofaser. Auf Blech aufgezogen, fertig. Und hier wird ja auch nichts klappern, weil das hat hier drei Halterungen mit Gummi. Ja, die Tür ist, doch, muss man schon sagen. Die ist massiv. Das ist eben die richtige deutsche Qualitätsarbeit. Sehr schön. Muss man schon sagen. Passt ja zu Simson. So, das muss ich ja mal zeigen. Hier vorne freie Fahrt für meinen Diesel. Da ist es. Da gab es ja mal die große Diskussion, der hat jetzt ein H-Kennzeichen. Richtig, hat ein H-Kennzeichen, ja. Das ist ja gerade egal sein. Naja, es ist Sinn und Zweck der Sache eigentlich, dass man nicht an Steuern spart, denn das ist verschwindend, muss man schon sagen, sondern die in meinen Augen Umweltzonen, von der Berechtigung kann man sich drüber streiten. Und wir haben es jetzt, liegen dadurch nicht mehr in den Zwang, irgendwo riesen Dinger zu umfahren. So. Irgendwie schütze die Umwelt, fahr Bus, habe ich hier öfter mal gelesen. Ja, das hat Anfang der Jahrtausendwende wirklich mal ein Verkehrsminister gesagt, den ersten Teil dieser Schrift. Und dann haben wir das aufgegriffen und das rangemacht. Es gefällt den Leuten. Schön. Ja, ich habe schon gehört, dass die Design, das kommt aus deiner Feder, schwarz. Schwarz mit, was ist das, beige? Irgendwie. Gelb. Gelb, Ocker, egal. Gelb. Einfach gelb, ja. Ich finde das eine schöne Kombination, so schwarz-gelb. Er hat nämlich eben gesagt, das war meine erste Liebe. Und da habe ich gedacht, mein Gott, jetzt hat er sich von der getrennt. Und da vorne sitzt seine neue Frau und die heißt dann irgendwie Gudrun statt Petra. Ja, dann hätte er das wahrscheinlich schon gewechselt. In Gudrun. In Gudrun. Nee, du hast echt einen klasse Mann. Hinten die Simson drauf. Hast du gesehen mit der Halterung über dem Sitz? Ja, das ist toll, ne? Ja. Aber das sehen ja die Leute mit der Sitzhalterung, oder? Ja. Der Bautzener Senf, da komme ich ja nicht drüber weg. So, da vorne ist auch ein Eingang, oder? Ja, das ist Ein- und Ausgang. Zeig mal bitte, wie der aufgeht. Ist das was für schlanke Leute vorne, oder? Solange ich da durchpasse, darf ich mit. Solange du da durchpasst. Und klappt's noch? Ja, klappt. Ach, das ist nur eine Tür. Das war früher eine Doppeltür.
Und einer hat er zugemacht, weil jetzt in der Klappe links sind die Gasflaschen. Da haben wir den Platz praktisch noch genutzt. Mach mal auf. So, das heißt, man kann theoretisch rein. Praktisch ist sie aber zu, oder? Praktisch ist sie zu, ja. Aber ist super zum Lüften, oder? Das stimmt, man kriegt sehr schnell hier einen guten Luftstrom rein. Man kann es auch während einer langsamen Fahrt in der Stadt oder sowas auflassen, das geht. Also lass sie mal auf, ich komme mal rein zu dir. Also gut. Dass ich mal schaue, denn ihr habt ja die gute Stube, habt ihr drin. Dann gehe ich mal meine 1, 2, 3 Treppen hoch, Schuhe aus. Nix, kannst du anlassen. Boah, ich hab's schon aus. Das ist Martinshorn. Ja, das verabschiedet sich wieder einer. Das Original Martinshorn, was da ist. Das ist die gute Stube. Küche hast du selber gebaut, oder? Ja, alles. Alles. Selber gebaut. Und das ist 20 Jahre alt, oder? Alles. 21. Du weißt, dass helles Holz wieder voll im Trend ist, wenn er jetzt gehst du auf den Karawansalon. Jetzt schon, und ja. Wir wollten es aber damals. Die Frau hat gesagt, hell, und ich habe gesagt, gefällt mir, machen wir es halt hell. Boah, ist das schön. Guck mal hier, die Sitzbank, richtig viel Platz. Ja, die kann ich hier noch seitlich ausziehen, dann kommt hier noch eine Aufbettung rein. Na, da habe ich noch mal ein Bett von 2 Meter mal 1,40 Meter, das geht dann bis hier rüber. Im Prinzip ziehe ich die Teile nur aus, mache den Fuß runter. Mhm. Dadurch habe ich die Abstützung, da hinten genau dasselbe. Und dann kommt unter der Küche, was bei einer normalen Küche das Bodenblech ist, dieses hier oder Sockel. Das ist jetzt zum Rausnehmen, das klappe ich zweimal auf, lege das hier rein und dann haben wir hier. Ach so, da ist die Einlage drin. Da ist die Einlage drin, das Stabile. Und hier drin sind die Aufbettungsmöglichkeiten. Hm. Das wird dann noch reingelegt und damit ist hier ein voller Schlafplatz. Damals waren es die Kinder. Ja, ihr habt, wie viele Kinder habt ihr? Wir haben 2 Kinder und jetzt sind die Enkel mit unterwegs. Du bist ein Opa. Ja, freilich. Ich auch. Zweifacher Opa. Ja, bin bei ich. Mir sind es 5. Ja. Baujahr bist du? 59. Nee. Jo. Echt, du bist schon so alt? Jo, 59. Du siehst so alt aus wie ich. Das hast du gut gehalten. Komm. Nee, ich bin 53. Danke. Und du bist 59, da bist du 59. Ja. Ja. Ich bin jetzt 62. Wenn man es richtig nimmt. Nee, ich gedacht, du wirst so alt wie ich jetzt. Guck mal gerade hier vorne. Das war aber nicht so, oder? Hier Nein, vorne, zum Turmbrett. Das ist komplett umgebaut. Das erste Original war recht angegriffen. Hat auch nicht so, wollen wir mal sagen, die Option, das wiederherzustellen. Und dann habe ich mich entschlossen, das neu zu machen. Ist es da links ein Summer oder ein Temperaturfühler? Was ist das? Das ist Vorglühanlage. Wenn es zu kalt ist draußen, ja, nehme ich den zum Dieselvorheizen und dann kann ich starten. Eine Vorglühanlage. Magic Speed, was kann das? Ja, das ist ein Tempomat vom BKW. Das sind, wollen wir sagen, fast die einzigen Fremdstunden, die ich gebraucht habe, um die Elektrik da mit einem Kumpel einzubauen, weil Fahrzeugelektrik ist so ein Ding für sich. Oh. Und wenn es so kompliziert ist, dann so ein BKW-Teil umzurüsten. Warte, ich setze mich mal ganz kurz. LKW ist es nicht ganz einfach. Sag mal, ihr habt einen Bär, der fährt immer mit? Der fährt immer mit, so ein kleines Maskottchen. Hat er einen Namen? Nee. Der Huck Bär. Ja. So, das ist der ja auch, es war damals so, damals waren das noch Röhren, oder? Richtig, das ist noch so halb Röhre, halb, also der Bildschirm ist Röhre, der Rest ist Elektronik als Rückfahrgerät, funktioniert hervorragend. So wie ich sehe, du hast keine Servolenkung. Ich habe keine Servolenkung. Heißt, der muss immer in Bewegung sein. Ja, muss in Bewegung sein. Kraftfahrer nennt man das, oder? Kraftfahrer, genau. So, eine Motorbremse hat er. Motorbremse hat er. Links unten, oder? Links unten, oben drüber. Na, die Motorbremse ist ganz unten links. Ganz unten, ganz unten links. Der schwarze Knopf, das ist die Motorbremse. Ja. Oben drüber ist die Lufthupe. Die Lufthupe? Ja. Ja. Hast du Luft drauf? Nee. Nö, zurzeit nicht mehr. Nichts mehr drauf. Der Manometer ist wo? Manometer für Luft sind diese beiden hier. Einmal das. Der weiße Zeiger müsste irgendwo bei 7 pendeln. Mhm. Dann hat er die volle Leistung. Und das Luftaufbauen dauert wie lange am Campingplatz? Ich habe hier vorne einen Kompressor drin, weil es mal im Campingplatz Beschwerden gegeben hat, dass ich den Stinkediesel bitteschön
erstmal wegfahren soll, bevor ich dann den Motor laufen lasse. Es gut, die haben so keine richtig. Ahnung. Ja. Ohne Luft keine Bremse. Das ist richtig. Und dann habe ich das versucht zu erklären, um dann weiteren Dingern aus dem Weg zu gehen. Habe ich gesagt, baue ich einen Kompressor ein. Ansonsten mit dem Originalkompressormotor, sagen wir mal, 2 Minuten, dann hat er seine. Und der läuft wie lange, läuft der Kompressor? 5 Minuten? Der Kompressor so ungefähr 5 Minuten und dann hat er die gesamte Anlage mit Luft gefüllt und dann geht's. Dann geht's. Und das ist ein Schalter zum Umlegen, hast du da eingebaut? Da vorne. Das da vorne ist der Schalter, um die Lufttür dann wieder zu schließen. Wenn ich das jetzt verquer drehe und habe Luft drauf, geht es automatisch von alleine zu. Okay, verstehe. Ja. Sehr schön. Also was ich auch gut finde, ist dein Uhrenarsenal. Da vorne hast du ein Hygrometer drin. Finde ich auch wichtig, dass man weiß, was abgeht. Wir haben übrigens hier gerade 34 Grad. Deswegen müssen wir ein bisschen Gas geben, sonst geht die Kamera wieder aus. Doppelsitzgruppe, das heißt, hier kann man drin schlafen. Dann hast du hier vorne, kannst du frühstücken, mal eben. Hier frühstücken, da unten drunter ist nochmal eine Kühltruhe. Kühltruhe? Ja. Eine Kompressor, oder? Die wird mit Gas getrieben oder mit 220 Volt. Das ist ein Kompressorkühlschrank. Ja. Das ist unser Kühlgerät, wo wir sagen, kommen wir damit zurecht. Mach mal auf, bitte. Funktioniert. Kann mal gucken, was ihr so drin habt. Was ist denn das für ein Bier? Ja, das ist ein ganz geheimes Bier. Da will ich mal nicht weiter drauf eingehen. Mhm. Selbstgemacht. Ich guck mal in dieser Richtung. Laktosefrei, Wiener Würstchen, Dulano, Aldi, oder? Ist das? Ich guck mal gerade. Ihr habt Schnitzel unten? Ja. Oh, ich krieg Hunger. Was sind da noch drin? Ja, ganz normal. Gurken. Ganz normal. Wir sind ein wenig vom fleischigen Sachen. Du bist der Erste, der die Kerrygold gesalzen hat. Weil ich hab die auch gesalzen. Ja. Die meisten haben die ungesalzen. Mhm. Gut. Dann brauchen wir bei frischem Brot nichts weiter. Hier vorne hast du. Brotzeit macht ihr schon mal abends, oder? Ja. Brotzeit wird gemacht. Abendbrot, glaube ich, nennen wir das. Richtig, Abendbrot. So. Traumatik? Nee. Das ist eine Falltür. Ja. Guck mal hier, der Spiegel zeige ich mal gerade. Das ist auch schön. Also, du hast einen richtig großen Spiegel. Kannst dich mit etwas Abstand komplett sehen, fast, ja, oder? Ja. Ist schon. Wer hat das gemacht hier? Das hat eine Frau gemacht. Ja. Frau und Kinder. Aber das hängt auch schon einige Zeit. Das auch 20 Jahre? Ja, alles. Hast du selber gemacht? Alles, ja, komplett. Bist du Schreiner oder was? Na, no, Modellbau. Modellbau? Ja, also hobbymäßig Modellbau. Das ist Roko oder was machst du? Na, ich mache Schiffsmodell und Flugzeugmodellbau. Ach sowas. Ja. Okay. Und da kommt man schon mit Holz gut zurecht. So, das Klo, Tedford, haben wir draußen gesehen. Richtig. Der geht mit warmem Wasser. Wo kommt das her, das warme Wasser? Da habe ich einen Wärmetauscher vom Motor her und fülle damit das alte Heizsystem. Mhm. Krass. Klappt ja deshalb, dass man nicht in Konflikt kommt mit der Kante hier, ne? Ja. Denn wenn das ganz auf ist, geht's kaputt. Mal, geht's kaputt. Ne? So, du hast eine Magnethalterung auch drin. Ja. Das, im Prinzip wird es auch heute noch so machen mit Magneten. Mit anderen Magneten, weil es jetzt bessere gibt. Ja. Ne? Denn das ist, Klappert. Das passiert ab und zu, Autobahn Ulm zum Beispiel, dann geht das so. Ansonsten vernünftige Straßen ist es schon relativ. Gut. So, und da? Das ist der Schlafbereich. Boah, ist ja riesig. Ein Querbett? Ja. Du hast ja 2,30 Meter Breite. Ja, nicht ganz, aber so ziemlich. Ziemlich. Und er schläft sich wie in Gottes Schoß, oder? Richtig, das ist optimal. Ich Matratze. Ihr könnt doch gut durchlüften, oder? Ja, wir haben hinten die Lüftung, oben das Dach. Diese Fenster gehen seitwärts nochmal auf. Also mit der Querlüftung, das funktioniert, das geht auch. Ja, schön ist auch die Garderobe hier. Ihr habt wirklich eine ordentliche Garderobe. Da? Hier eine. Für die größeren, längeren Sachen oder was man nicht unbedingt braucht. So, und dann habt ihr hier noch einen Schuhschrank oder was ist das? Ja, das ist so Gemischtwarenladen. Alles drin, was man eventuell braucht. Ah, da unten ist noch Politur, sehe ich. Ja, sowas braucht man. Also die Frau zumindest. Die Frau. Ja, da hält sie viel drauf und die macht das halt. Oh, der Wagen ist klasse. Ich meine, du musst ja sehen, der hat 7 Meter, knapp 8 Meter. Oder knapp 8 Meter, ja. Ja, und da musst du natürlich Kompromisse machen. Du hast ja keine 11 Meter oder 10. Ja, richtig. Aber es geht und dadurch ist der auch, wollen wir sagen, schön handlich. Mhm. Oben noch viele Staufächer. Richtig. Aber so gemacht, dass die nicht im Weg sind. Weil das ist ja, du könntest ja größer machen, dann wäre aber das Raumgefühl weg. Kopffreiheit ist dann weg. Mhm.
Wir haben dann erst mit Dachlatten ausgebaut. Also erst habe ich ein Kartonmodell gemacht. Ein Kartonmodell? Ja, aus Pappe in 1 zu 10. Dann haben wir das nachgebaut mit Dachlatten. Immer die äußeren Kanten habe ich dann hier hinten reingestellt. Dann sind wir drin rumgelaufen. Dann haben wir gemerkt, der Schrank ging erst gerade hier vor. Das war nichts. Dann haben wir noch abgeflacht und dann wurde das ausgebaut. So, komm, ich gehe mal raus. Dann, ich muss deine Frau mal was fragen, wenn sie noch da ist. Die ist noch da. Die ist noch da. Die Petra. Sag mal, Petra, ihr habt dann 5 Jahre gebaut? Nee, wie viele Jahre? 5 Jahre. 5 Jahre und dann war die erste Fahrt? Die erste Fahrt ging dann nach Kroatien. Nach Kroatien? Ja. Habt das vorher mal ordentlich getestet am Wochenende? Das schon, ja, das haben wir schon gemacht. Ja, und doch. Da wart ihr schon mal am Platz, am Campingplatz oder wie? Waren wir Stellplätze meistens. Stellplätze. Und wie war es in Kroatien, erste Fahrt, wenn du 5 Jahre gebaut hast? Gut, sehr schön. Du hast auch mitgebaut? Ich habe mitgebaut. Du hast mitgebaut. Ja, genau. Soweit das möglich war. Ne? Aber 5 Jahre jedes Wochenende? Schon gut gebaut, ja, jedes Wochenende. Wir haben das erste Jahr den Urlaub mit dran gesetzt und dann irgendwann haben wir gesagt, gut, Urlaub muss sein. Ja, und nach 5 Jahren? Nee, stimmt gar nicht. Die allererste Fahrt war nach Bad Windsheim zum Setra-Treffen. Genau. Ja, da war dann die Küche noch ganz frisch, noch lackiert und da sind wir nach Bad Windsheim zum Setra-Treffen an Himmelfahrt. Die haben wir früh eingebaut und nachmittags sind wir zum Setra-Treffen gefahren. Das war nur 35 Kilometer von uns weg. Das war relativ flott machbar und dann ging das. Ja. So, jetzt habt ihr ihn schon ganz lange. Das heißt, es hat sich gelohnt. Es ist ein Auto anders wie andere, ich sag mal Joghurtbecher nennt ihr die, glaube ich, oder irgendwie Plastikbomber. Das ist so auch nicht schlecht, aber der hier hat ja richtig Stil, oder? Ja, der eine sagt so, der andere so. Abwerten wollen wir da kann. Das ist alles eine große Familie. Ja. Und die sind schon so, sind ein wenig anders, alle. Ja, gut, ihr kennt da jede Schraube, ihr habt alles selber gemacht. Wenn man die Arbeitsstunden darf man nicht rechnen, ne? Darf man nicht rechnen, das ist wie beim Hausbau, ne? Das ist klar. Aber es hat sich gelohnt, würde ich schon sagen. Also, dein Mann ist ja Modellbauer, das heißt, der konnte es ein bisschen, aber das hier ist ja ein großes Modell, oder? Ja, das ist ein großes Modell, doch. Das Größte, was er hat, oder? Ja, doch, ja. Cool. Ja, und ja gut, wenn man anfängt. Man muss zu Ende, ne? Die waren noch klein, die Kinder, als ihr angefangen habt, oder? Ja, das war vor 25 Jahren, ja, da waren die 10. Und du bist jetzt Oma? Ich bin schon Oma. Ja, fünffach habe ich gehört. Fünffach, genau. Boah, ihr wart fleißig, oder? Ja. Fruchtbare. Ja. Wir nicht, aber die Kinder. Ihr habt 2 Kinder gehabt, oder? 2 Töchter. Oder habt die Töchter? Ja. Und die wohnen bei euch in der Nähe, oder? Ja, nicht weit weg. Nicht weit weg, das heißt, ihr seht die oft? Immer. Enkel auch, ab und zu? Ja. Gott. Regelmäßig. Ja, meine sind so weit weg. Lettland und Amerika. Oh. Ja. Also Lettland, da sind noch keine da von der einen Tochter, aber aus Amerika schon 2. Ja. Und jetzt im Moment ist es so schwierig. Oh, also ich sehe halt, WhatsApp ist nicht dasselbe. Nee. Und ihr habt die oft, die Enkelchen, oder? Also ich betreue die jeden Montag, weil die Tochter ja arbeitet als Arzthelferin. Und ohne uns geht es eigentlich nicht. Mhm. Also nicht so, ne? Läuft es halt nicht und so rund. Die sind, wie alt sind die? Die 2 Kleinen sind 9 und 6. Mhm. Ja, und der Dialekt, der kommt woher nochmal aus Thüringen oder wo? Sachsen. Aus Sachsen. Und die sprechen ein bisschen Sächsisch? Die Kinder nicht mehr. Nee, nicht mehr. Nö, die sind Franken. Sind Franken? Die sind richtige Franken. Fränkisch sprechen die. Fränkisch. Genau. Okay. Stimmt, ja, kommt ja jetzt aus Franken. Ja. Ist so, ja. Das Coole ist in Franken, ich guck mal, wie lange meine Kamera noch mitmacht, weil sie wird heiß. Das Essen ist da so günstig. Wenn du da irgendwie ins Restaurant gehst. Im Vergleich zu anderen. Das stimmt. Schäuferla und so. Ja, das stimmt. Das ist richtig, ja. Genau. Und das Bier, es gibt überall Bier, oder? Ja, Bier gibt es überall. Es gibt ganz viele Brauereien. Feinstes Bier. Feinstes Bier. Ja, Brauereien, Wanderweg und sowas. Also das ist schon empfehlenswert. Das muss man einfach mal gemacht haben. Das stimmt. So, ich mache mich jetzt gleich auf den Weg. Tolles Treffen gewesen, oder? Ja. Habt ihr Spaß gehabt? Ja, doch. Immer wieder Leute. Immer auch Leute zu treffen, die man eigentlich so schon die letzten Jahre gesehen hat. Und hat natürlich einen riesen Vorteil mit Setra, wenn du mal ein Bauteil suchst, stellst du ins Forum rein, irgendeiner kennt einen, der einen kennt. Das stimmt, ja. Weil es kann ja mal sein, eine Scheibe geht mal kaputt oder so. Ja, bis jetzt, Gott sei Dank. Ja. Die Frontlage noch nie, Steinschlag. Die erste, wir haben eine neue beim Aufbau kaufen müssen. Ja. Die haben wir nachher gekriegt, vor 22 Jahren. Jetzt wird es schwierig. Jetzt weiß ich nicht. Hatte noch keinen Bedarf daran. Gott sei Dank. Ja, stellt euch mal beide hin. Ich mache noch ein Foto von euch zusammen. Da machen wir Abmoderation, dass ich mal nach Hause komme. Petra und Olaf aus Nea.
Neustadt an der Aisch. Neustadt an der Aisch, aus dem tiefsten Franken, hat er gesagt. Und beide haben 5 Jahre an diesem Bus gebaut und sind seit gefühlten 20 Jahren jetzt unterwegs. So ist es. Und ihr würdet es nochmal machen, den Ausbau? Jein. Nochmal bitte die Antwort. Jein. Nein. Ja, zu viel Familienzeit. So ja, ist es. Was begeht. Tschüss. Macht's gut. Also, tschüss. Und überlegt's euch gut. Ja. Vielleicht habt ihr dann im Bus aber keine Frau mehr. Ciao.